Am frühen Nachmittag wird das Sommerbad in Wilmersdorf evakuiert. Alle Badegäste müssen die Anlage verlassen, während ein Rettungshubschrauber über dem Gelände kreist, wo rund 20 Einsatzkräfte um das Leben eines 11-jährigen Jungen kämpfen. Schrecklich. Ich hoffe, dass er überlebt. Und für die Familie, wenn nicht, dann mein Beileid. Was soll ich sagen? Schrecklich. Mehrere Minuten treibt der 11-Jährige laut Feuerwehr bewusstlos im Wasser, bevor ihn Badegäste aus dem Becken ziehen. Sofort beginnen Ersthelfer mit der Wiederbelebung. Die Feuerwehr rückt mit 4 Rettungswagen an und setzt die Erste Hilfe fort. Mit Erfolg. Der Junge wird wiederbelebt und zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. Seine Familie musste ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut werden. Man kann sagen, wenn jemand schnell gefunden wird bei einem solchen Ertrinkungsunfall, dann helfen wirklich diese Erstmaßnahmen und könnten lebensrettend sein. Und das hat hier funktioniert, die Rettungskette. Der 11-jährige Junge wurde sofort gefunden, er wurde sofort aus dem Wasser geholt, Reanimation durch Laien, anschließend sofort durch hier Mitarbeitende von den Bäderbetrieben fortgeführt, Rettungsdienst war schnell da, das hat alles super funktioniert. Das betonen auch die Bäderbetriebe auf unsere Nachfrage. Es habe ihrerseits keine Versäumnisse gegeben. Wie genau es zu dem Badeunfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei gibt es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Trotzdem sind der Vorfall und mögliche Konsequenzen unter den Badegästen Gesprächsthema. Wenn es dadurch gekommen ist, dass Kinder ins Becken springen und andere sind drunter oder umgekehrt, dann bleiben solche Unfälle nicht aus. Da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vorzumachen, dass die staatlichen Bäder verantwortungsbewusster damit umgehen sollten mit der Situation und wir extreme Probleme hier einfach haben in Berlin. Das muss man aussprechen. Wir unter Eltern, wir sprechen darüber, wir kommunizieren es. Das Freibad blieb den Rest des Tages geschlossen. Wann es wieder in den Regelbetrieb geht, ist noch unklar.